Hallo und herzlich willkommen bei LS17. Wie in der letzten Folge schon erwähnt, geht's jetzt ans Tierefüttern. Ich hoffe, dass das auch so klappt. Oben rechts ist, glaube ich, noch so ein Symbol. X-Split. Ich versuche das mal mit ein anderes Aufnahmeprogramm. Und zwar habe ich die kostenlose und deshalb ist es da drinne. Und zwar X-Split Gamecaster. Und bei XSplit gibt es noch was anderes. Broadcaster, glaube ich. Das probiere ich auch nochmal aus. Und zwar, weil ich da auch einstellen kann, ob ich über CPU streame oder aufnehme oder halt über den Prozessor. Und über den Prozessor, der will das nicht. Da geht dann immer die Systemauslastung oder CPU-Auslastung über, ja, oder an die 100%. So, holen wir mal den Trecker hier. Das nur mal eben so nebenbei schon mal so erklärt, warum da dieses Symbol jetzt ist. So, da neue Vorkarte ich mir mal bestellt, wollte ich schon sagen, gekauft. Ich hoffe, dass das jetzt so auch laut genug ist. Ich probiere das mal aus. Ein paar Folgen. Aber was haben wir denn jetzt hier eigentlich für ein Gewicht? 1000. Okay. Hier ist nichts drin. Okay. Einmal rum hier. Dann machen wir da gleich wieder was rein. Aber erstmal stellen wir uns hier hin, dass wir den gleich beladen können. Aber jetzt machen wir das sauber, sonst fahren wir ja schön über das schöne, saubere darüber. Das wollen wir ja nicht. Fahren wir erstmal so hier. Oder halten. Oder parken. Uah. So. So. Der ist irgendwie leiser wie der andere. Naja, egal. Uah. Und dann können wir das so gucken. So, klappt auch. Ne, wir hängen irgendwo. Wir hängen. Wo hängen wir denn? Oh, okay. So, jetzt. Ich wollte schon sagen, da geht nichts rein. So. Ah, die ist auch ein bisschen größer wie die andere. Nichts aus rein. So, das sind die Kühe hier. Also da können wir noch mal eben gucken. Habe ich hier drinne Tier, das Tiermenü. Sauberkeit müssen wir sauber machen. Okay, da sind wir jetzt gerade bei. Gras, bisschen kraftvoller kriegen die noch mal rein. Wir füllen das alles noch mal ein bisschen auf hier. Gras brauchen die, da kommt ja jetzt das gleich rein. Weil sonst wüsste ich nicht, wo man das hinkippt. Und dann fahren wir noch zu den Schweinen. Hoffentlich, dass ich das noch schaffe. Eine Frage zu den Schweinen. Man kann das ja mischen. Wie mischt man das denn eigentlich? Hier steht ja, bei den Kühen kann man das ja in diesen Futtermischwagen. Geht das auch mit den Schweinen? Ich glaube nicht, ne? Und wie soll ich denn sonst herausfinden, was ist 50% und 25% und so weiter? Gucke ich mal so nach, oder halt, wenn ihr das schon mal wisst. Natürlich, es gibt so ein Add-on, wollte ich schon sagen, so ein Mod, dass man Schweinefutter selber machen kann. Weil es muss es ja auch hier gehen, oder nicht? Ist ja schön, dass sie das so sagen. So, Gras haben wir schon mal wieder im grünen Bereich. Wasser haben wir auch noch ausreichend. Dann würde ich mal sagen, geht's wieder ans Einstreuen, weil da ist ja eigentlich alles weg, oder nicht? Doch, ist alles weg. So, gut.
So, was gibt's noch zu erzählen? Upsala. Sonst eigentlich weiter nix. So, großartig. Wie gesagt, ich nehme mal was anderes auf jetzt. Vielleicht kommt dann auch nochmal ein Stream. Aber ich habe auch zu Hause noch im Moment einiges zu tun. Los, ah. So. Na, da gucken wir mal. 5 Minuten. Aber bei XSplit ist auch gut, dass ich da so eine Übersicht habe. Ich könnte ja sonst ja auch meine Kommentare schreiben, ob ich da mal dann ein, ja, das mal so ein bisschen zeige oder so, falls ihr Lust drauf habt. Der Kanal, der wächst auch. Wie ich das so gesehen habe. Aber naja. Nein, nein! Hält er da drin? Na gut, lassen wir den halt so hängen. So. Irgendwie habe ich schon wieder was. Ein Frosch im Hals. So, ausmachen. Erstmal einstreuen. Wie gesagt, mein Kanal, der wächst. Ich habe, glaube ich, schon jetzt schon 19 Abonnenten. Ich weiß gar nicht, wo die. Es wird mich mal so interessieren, wo die alle herkommen oder wieso die eigentlich mich abonniert haben. Das wird mich echt mal interessieren. Wenn ihr das guckt, könnt ihr das ja mal schreiben. Ob ihr das jetzt über LS oder sonst was gemacht habt. Ich habe ja mehrere Videos und Filme da drin. Leer. Okay, haben wir jetzt genug eigentlich? Sauberkeit 2%. Lassen wir mal. Aber wir können den eigentlich gleich nochmal. Wir müssen ja noch zu den Schweinen. Ja, und dann, ich weiß nicht, wo stellen wir die denn mal hin, dass wir den auch gleich mit wieder beladen können. Wir stellen den, glaube ich, mal hier hinten hin. Was ist denn eigentlich das Wasserfass? Habe ich das bei den Schweinen stehen gelassen? Naja, egal. So, wir sind ja auch erstmal beim Füttern. So. Den lassen wir erstmal hier stehen. Ich hätte auch einmal rumfahren können, aber ja, wieso? Wieso einfach, wenn es auch kompliziert geht? So. Da haben wir unseren Futtermischwagen. Wie gesagt, ich mache jetzt nicht alles voll. Muss ja auch nicht. Könnt noch mal Gras da reinschmeißen. Das ist alles so ein bisschen. Machen wir mal eine Fuhre hiervon und dann fahren wir mal zu den Schweinen wieder rüber. Was ist wieder? Zu den Schweinen rüber. Machen wir da noch mal ein bisschen sauber oder so. Was da so ansteht. Und dann ist wahrscheinlich auch schon die Länge wieder ausreichend. Ach so, naja. Machen wir das gleich anders. So. So. An. Ketterknopf. So an. Los. 99%. Voller geht nicht. Hä? Ich wollte eigentlich reingehen. So. Und dann wollte ich noch mal so ein paar Spiele anspielen. Einfach, ja. Was kommt denn eigentlich rein?
Silage, Heu und Gras. Kommt da gar kein Stroh rein? Da kann man Stroh rein. Kommt da nicht Stroh rein hier? Nee, was getrocknet? Gras und ein Ballen. Ist doch kein Gras. Gras, Silage oder Heu? Kraftfutter. Was ist denn Kraftfutter? Ich hätte da sonst immer einen Ballen Stroh reingemacht. Naja, machen wir da Stroh rein. Einen Ballen. Von den Big Packs hier. Die Big Pack ist ja was anderes. In dem Big Pack, glaube ich, heißen die, ne? Big Pack. So, wir brauchen ein bisschen Rauffutter. So. Boah. So. Der fällt bestimmt gleich von der Gabel. Nee, fällt er nicht. Achso, diese Gabel hier hat auch noch eine Funktion, falls ihr die nicht kennt. Der kann die Ballen auch auf die Gabel aufstecken. Tun wir das und das und das. Ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht. Brauchen wir auch noch Gras? Jetzt wird das kleiner. Naja, egal. So. Upp. Weil das hier nicht so richtig reinpiekt, ey. Das ist so ein bisschen. Zwar ausreichend, aber so ein bisschen merkwürdig. Oh, 12 Minuten schon. Ups. Los. Rein da. Oh. Dieser Ballen wird nicht unterstützt. Aber doch sagen. Oh, kriegen wir den da wieder raus? Oh, joi. Yeah. Na gut. Oh. Kommt er denn hin? Halt hier rein. So. Wollte das sagen, da ist noch eine Wand. Oh! Hat keiner gesehen. So. Wieso? Hallo? Wir wollen hier ein bisschen Silo haben. So. Irgendwie hört der Trigger sich anders an. Den habe ich aber gar nicht geupdatet. Irgendwie kommt mir das ein bisschen komisch vor. Was ist das da unten für ein Ball? Kommt mir so ein bisschen komisch vor. Ist das kein Stroh? Ups. Naja, die brauchen wir ja gleich sowieso wieder.
Wieso liegt der jetzt daneben? Hä? Okay, muss ich jetzt nicht so ganz verstehen, aber naja. Wir lassen hier jetzt einfach mal so stehen, auch wenn das nicht so, ja, so gehört. Ich weiß jetzt auch noch nicht ganz voll, aber das ist mir jetzt. Ups. Ist mir jetzt egal. Wieso ist das hier denn schon wieder dreckig? Noch nicht mal gefüttert hier und dann schon alles. Ich könnte auch irgendwo die Seite rechts. Wir können auch blinken. Nochmal hinsetzen im Wohnzimmer. Links. So. 16 Minuten. Haben wir schon. Aber. Da können wir jetzt unten gucken. Die Latte Heu ist vollkommen ausreichend alles. Sauberkeit ist jetzt auch in Ordnung. Stroh und Körner Mais brauchen die Schweine gleich. Aber ich glaube, ich habe kein Schweinefutter mehr. Ich glaube nicht. So, den stellen wir mal wieder hier unten rein. Mal sehen, ob ich hier reinkomme. Ja, es passt. So, abkuppeln. Den brauchen wir erstmal nicht. Stellen wir mal wieder hier rein. Die Gabel. Brauchen wir die Gabel? Eigentlich brauchen wir die gleich nicht mehr. Aber. Ja. Die brauchen. Ne, die brauchen wir gar nicht. Nehmen wir gleich. Für das Schweinefutter halt. Ein. Heißt. Eine Schaufel mit. Die liegt zwar halt. Oh. Obwohl, wir haben da ja auch Heu, Stroh. Wir gucken einfach mal. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Entweder das klappt oder das klappt nicht. Ob man das auch mit dieser hier, dieser Gabel hier machen kann. So, das Gewicht lassen wir mal hier. Das brauchen wir nicht unbedingt. Wenn ich diesen einen Stick nach unten drücke, wo eigentlich die Innenansicht ist, die Kameraperspektive, dann wird erstmal das hieran angeknüpft. Naja. So, fangen wir einmal hier rum. 18 Minuten, eigentlich wollte ich gar nicht so lange. Naja. So. Bisschen langsam hier runterfahren. So. So, einmal hier oben. Dann fahren wir noch mal eben schnell zu den Schweinen. Wie lange das eigentlich sowas dauert. Ich habe jetzt eigentlich ziemlich flott. Oh. Hat geklappt. Hat geklappt. Ja, das mit den Zügen. Das geht eigentlich ganz gut. Bloß wir haben hier so einen dicken Holm. Oder so einen dicken Pfosten hier an der Seite. Kannst du nicht gucken. Das ist halt der Nachteil an alten Maschinen. Deshalb sind die Türen auch bei den heutigen so groß oder so breit.
damit halt der tote Winkel besser ausgeglichen wird, wollte ich schon sagen. Also, dass der nicht mehr so breit ist, oder so groß. Die haben zwar noch, aber die sind ja weiter nach hinten. So, da sind die Sch ist der Schweinestall. Da ist der Schweinestall. Da haben wir noch Mähwerk. So, hier rauf. Wir können ja auch mal. Wir haben ja hier die Schweine. Da wohnt ja jemand. Im Prinzip auf dem Hof. Könnt ihr mal eine Kommentare schreiben, ob wir da. Ja, ob wir die Namen geben sollen oder wollen. Wie auch immer. Das wäre mal so. Das würde mich mal interessieren. So, abkuppeln. Ich glaube, wir haben keinen Schweinefutter mehr. Nee. Müssen wir mal gucken, ob wir das überhaupt hiermit hinkriegen. Bisschen Mist haben wir ja schon mal. Ich weiß gar nicht, ob der dieses Probieren geht über Studieren, ne? Probieren wir mal. Nein, das geht nicht. Wäre ja auch ein bisschen, ja. Okay, dann lassen wir das mal. Jetzt mal. So. Machen wir hier erstmal eben Front. Ich brauche da den Frontlader noch. Wollen wir auch erstmal dann streuen wir erstmal aus. So. Nein! Hallo, wir brauchen nur zwei. 12. Ist der jetzt ganz runtergefallen, rausgefallen. Können wir auch mal so machen. So, und naja. Er ist jedenfalls drinne. Tada! So, dann wollen wir den noch mal unterschieben wieder. So, dann fahren wir da noch mal rein und dann haben wir schon wieder was 25 Minuten. Also jetzt noch nicht, aber wenn wir dann soweit fertig sind. Oder 24. Jetzt kann ich das auch mit Gronkh oder so andere YouTuber so vergleichen. Oder ja, verstehen. Wenn die sagen, wenn die Folgen zu lang werden, könnt ihr jetzt auch aufnehmen und dann halt schneiden. Ja, auch kein Problem. Das finde ich immer so ein bisschen doof. Vielleicht mache ich das mal. Weil im Prinzip mache ich ja immer ein Ende, dass das nicht sofort zu Ende ist. Könnte man mal machen. Okay, dann müssen wir das Putzen halt verschieben. Machen wir da mal ein bisschen Stroh hier rein.
Hallo? So, jetzt. So. Oh, das ist mein Controller. Es juckt. Es juckt unterm Arm. So vollflächig ist das. Okay. Können wir noch mehr machen? Nee, das reicht für die Ziegen, wollte ich schon sagen. Weil wir Ziegen auch privat haben, also in der Realität. Kommt es immer so. Ja. Wenn ihr das selber kennt. Und dann ein bisschen in. Bisschen weit denn jetzt aus. Keine Ahnung. So, zu. Schließen. Dann stellen wir den hier nochmal runter. Lassen wir den hier erstmal stehen. Brauchen wir erstmal ja nicht. Dann würde ich vielleicht, würde ich mal sagen, verabschiede ich mich. Und ich hoffe, das hat euch gefallen. Wie gesagt, es zählt immer noch, wenn irgendwas ist zum Verbessern oder Ändern, schreibt es, lasst es mich wissen. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.